Willkommen zurück, meine lieben SAO-Freunde und natürlich auch die Excel-Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe ein paar Nebenmissionen gemacht. Mit paar meine ich, ich hasse die Nebenmissionen. Das ist so ein Bullshit. Selbst offline die zu machen, die sind so Katastrophe. 4 Stück habe ich noch. Besiege 30 Bugaboos. Dann hast du noch die Möglichkeit, die Fuckviecher. Kannst dann auch sagen, ja, wo sind sie denn? Aber die muss ich irgendwie noch töten, aber ehrlich gesagt, ihr habt da keinen Bock. Aber wir machen Nebenquestionen. Ich habe gesehen, dass hier ein Pfeil ist. Und auch da drin sind zwei Pfeile, ein grüner und der Hauptstory dann wahrscheinlich. Ich will noch gerade schauen, da. Ich glaube, da hinten blinkt auch noch irgendwas. Ne, das ist, glaube ich, dieses M, wo man dann. Egal, wir machen es mal hier. Irgendjemand liebt mich. Oh, tschüss. Asta, das ist Asta, verdammte Scheiße. キリト君。どうした?黒雪さんや春雪君って、この時代の21年後の未来からやってきたんだよね。ああ。でもまあ、実続きの未来かどうかはわからないけどな。実続きって?要するに、この先に本当に春雪たちが存在する未来があるのかどうかはわからないってことだ。パラレル的な未来ってことも考えられるからな。なるほど。 それもそうだね。あ、すの?でも、あの、もしもさ、春雪くんたちの未来が、私たちの今と繋がってるなら、その世界で私たちは、どうしてるんだろうね。え?あ、そうだな。なんというか、先のことを言うと、鬼に笑われるというか。 もうキリト君、ごまかさないでよ。私たちの未来を知りたくないの?そんなことはないんだけど、気恥ずかしいというか。だってアスナ、春雪たちに俺たちが将来どうなってるか実際に聞いてみたいってことなんだろ?あ、そこまで考えてなかったけど、そうか、そういうことになっちゃうのか。<笑>俺は別にいいぜ。アスナが望んでるなら、 春雪たちに聞いてみよう。二人の将来を知りたいと思うのは当然のことだからな。どうする?やっぱりダメ。<笑>やっぱり春雪たちに先に知られるのは恥ずかしかったか?もちろんそれもあるよ。でも知りたい気持ちはもちろん変わらないけど、やっぱり未来は自分たちの足で歩いて確かめていくもの。 それでいいかなって。ああ、そうだな。どんな未来になってるか、それを思い描きながら一歩ずつ歩いていこうぜ。Schönes Gespräch. Obwohl der ist eine, der einen Satz, den die Asna gesagt hat. Mit irgendwas mit Juni, das ist, es wäre so, als würde man die Weihnachtsgeschenke schon im Juni öffnen oder so. Da hatte er nur so, Xa! Und da der ganze Text dazu, also irgendwas hat da nicht gepasst. Okay, wenn sie meinen, dass es so ist, will ich jetzt nicht da rein sprechen. So, jetzt gehen wir noch da rein, da haben wir nämlich auch ein paar Questomarkus. Habe ich nämlich vor dem Part mal wegen erkundschaftet, was man überhaupt machen soll. Ich habe nämlich noch die ganzen Ruinen mal angeschaut, da war jetzt nichts Interessantes mehr. Es gibt ja noch eine zweite Ebene, also im zweiten Gebiet gibt es ja noch eine untere Ebene. Da bin ich irgendwie komischerweise nicht hinkommen. Aber vielleicht schalten wir das erst frei. Hey, Lisbeth! Nebenquest, Graduierung. Asta, Lisbeth und Silica, drei Freundinnen, die sich seit SAO kennen. Heute hat Lisbeth die beiden zu einer besonderen Quest eingeladen. Na, machen wir doch. Asta verspätet sich. Asta verspätet sich, die ist doch normalerweise meine Gruppe. Jetzt muss ich nochmal kurz meine Members anschauen. Normalerweise ja. Ach so, ich glaube, ich muss Asta raushauen, damit sie die Quest machen können. Okay. Asta, du bist raus. Ich suche mir eine andere Waifu. Schauen wir mal. Vielleicht nehme ich Yuki oder so, die ist ja jetzt auch neu in den Team hinzugekommen. Yuki, komm her, mein Schätzchen. Du wirst jetzt ersetzt. So.
Asna weg und... Fucking Ash. Sag mal, Yuki. Gut. Mal schauen wir jetzt, was anderes freigeschalten haben. Oder beziehungsweise, ob es jetzt funktioniert. Oder wahrscheinlich sind sie jetzt weg. So, lalalala. Du weißt von nichts. Okay, sie ist noch da. Okay, Lisbeth, bist du zufrieden? Ihr habt die Asna freigegeben. Warte mal kurz. Andere Idee. Aber kann ich jemand anders das spielen außer Kirito? Das ist jetzt gerade so die Frage. Weil wenn ich einen anderen Charakter, zum Beispiel jetzt Asna, spielen könnte, ob ich dann eine Mission annehmen könnte, das heißt, dass ich vielleicht auch alle anderen dann raushauen muss. Wir testen sie mal. So, Gruppe. Und jetzt hau ich euch zwei raus. Charakter wird geändert. Das zieht tatsächlich. Gut. Jetzt ist plötzlicherweise da wieder eine Quest. Ach, jetzt kriege ich von Kirito eine Nachricht. Das ist ja schön. Okay. Na, Asna. Hara heranai ka? So da ne. Dokoka ni tabe ni ikou ka? Yoshi, so shio. Ach, das war die Quest, die ich eine vor drei, vier Parts machen wollte, wo ich eine Quest annehmen musste mit Kirito und Asna. Ja, und die habe ich zwar gemacht, war ich der Meinung, dann, ja, okay, und was jetzt? Ich labe Asna an. Nö, labe Asna an. Immer noch nicht. Ja, habt ihr gewusst, aber ich hätte Asna spielen müssen. Oh, Junge. Kirito-san, Asna-san. Ja. Kirito-tachi mo koko de shokuji ka? So da yo. Koko wa Kuu to Line de mo oishii tte hyouban no omise nan da. Das ist das einzigste Restaurant. Bestimmt. Boku-tachi mo sakki, betsu no player-san ni oshiete moratte kite mitan desu yo. Da ga hyouban no dake atte, seki ga zenzen aite nai na. 2人とも相席でもいいか。はい。もちろんだとも。断る理由などないからな。ありがとう。うん。くたくた。もうキリト君、お腹なんか叩いておじさん臭いよ。いやでも、美味しいもん食べた後はこうしたくなるだろ。 わかりますそれ。ムードも何もあったもんじゃないよね。そうだな。ムード？なんだそれ。どういう意味なんだ？僕にもよくわかります。これが男の子と女の子の価値観の相違ってやつか。アスナ、気持ちはわかるぞ。ごめん。全然わからない。女の子にとってはね。 Aber wir sind zwei Junge und zwei Mädchen. Okay, ist ein Doppeldate. Ist wurscht. Fuck the system. Hab ich ja gesagt. Ja, aber wer gegen wen? Vielleicht will ich auch mit Haru zusammen sein. Wie wär's denn damit? Duh. Nani? ハルユキ君もその気はほとんどなかったようだな。黒雪さん、そうやって仏の顔で許しちゃダメだよ。男の子はそれで許されるって勘違いしちゃうんだから。ここに悪い霊がいます。すみません。女の子はただ食事に出かけるときにだって普段よりも綺麗にっておしゃれに気を使ってるんだからね。 ハルユキ君もちゃんとそういうところを気づいてあげなきゃ。黒雪さんが可哀想だよ。はい、勉強になります。うん、よろしい。アスナ、ありがとう。いえいえ、どういたしまして。Gib mir eine Trophäe. Scheiß auf den, ich will meine Trophäen haben. Okay. So, versuchen wir es jetzt nochmal zu Lisbeth zu gehen. Vielleicht funkelt es ja jetzt. Grundlagenangriff, irgendwas meistern.
Lisbeth, ich bin da! Hat auch gar nicht lange gedauert. Hi. Wenn dieses Events findet ein Stadtkampf, nehme ich doch sehr gerne an. Mizu! Mizu-san! Zwei-tomo, yobidashchatte warukatta wa ne. Zenzen heiki da yo. Sorede, kore kara iku no wa donna quest nan desu ka? Senshoku sozai wo teni ireru quest yo. Sore ga areba, issho ya soubi no color variation wo fuyaseru tte wake. なるほど。了解です。どこに行けばいいの？ああ、その辺はちゃんと調べてあるから大丈夫よ。それじゃ、早速出発しましょう。はい。ええ。ファッキンピーナ。オッケー、レッツ。その素材ってこのダンジョンのモンスターからドロップするの？えっとね。 クエストのボスモンスターを討伐した報酬ってことは聞いてるわ。ボスさんはいるんですね。そうなんだ。こんな少ない人数で大丈夫かな？ Asta, ich hab dir ne geile Wache gegeben. Du schaffst es allein. なに弱気になってんのよ。私が厳選したメンバーよ。きっとなんとかなるわ。ミズのその自信はどこから来るのかな。でもそういうことなら。 選ばれし者として頑張らなくちゃね。そうそう、その息よ。そうですね。それにこのメンバーってちょっと懐かしいですよね。懐かしい？あ、そういえばそうね。アインクラッド初期メンバーってやつよね。はい。しかも女の子限定です。確かに。 リーファちゃんやシノもストレアやフィリアが仲間になったのは76層以降だったし、レインちゃんはそもそも SNO では面識なかったからね。そうね。じゃ、初期メンバーらしくベテランの力を見せてやりますか。はい。オッケー。Auf zum Boss. Schauen wir mal kurz. Ja, sie macht auf jeden Fall Damage. Alter, Lispe die haut da rein. Hier braucht man ja jedes Monster zumal. Mal schauen. Da oben sieht es so schön aus. Die Frage ist natürlich, wo ist der Boss? Ob er jetzt da oben ist oder da oben. Ich gehe mal den Weg. Da ist ein Sackgasse, ist das schon mal schön. Ich denke mal, es wird sich nicht öffnen, wenn ich da freundlicherweise hinlautsch. Nope. Okay. Mädels. Wir haben ein kleines technisches Problemchen. Und das kleine technische Problem lautet, wir kommen hier nicht weiter. Aber keine Sorge, nicht verzweigen. Eigentlich Lisbeth fragen, aber. Ich bin auch nicht da. Lass nach. Hi. Hi. Hey, ja, es sind viele. Vielleicht muss ich immer so Sonderboss besiegen. Hey, Sonderboss, fick dich. Ulti! Alter, da ist er down! Das Level aufsteht. Stimmt. Also die haben ja ihr Level nicht allzu hoch. Das können wir für Level Seiten hier. 108. Ja, da können sie auf jeden Fall ein bisschen mitleveln. Theoretisch könnte ich ihre Level auch aufkaufen, aber das ist nicht unbedingt der Sinn und Zweck eines solchen Spieles. Wächterzauber, okay. Alter, der hält ein wenig mehr aus. 110. Nice. Alter, ich! Was? Zack, zack, zwei auf einmal? Okay. So, wir gehen weiter nach oben. Immer nach oben. Ein wenig schneller. Genau, Hüpfling-Kaninchen. Nice, und zwei, und drei, und vier. So, ja, ich würde mal sagen, hier geht's weiter nach oben. Stecher. Asthma, dein Stecher ist Level 65. Oh, ich weiß. Sie hilft halt echt mit der Nicke. So, noch ein besonderer Boss. Das gefällt mir nicht, das ist nämlich auch Sackgasse. Da muss ich aber auch den Boss erledigen. Ich hoffe mal. Oder den Mini-Boss oder was auch immer du bist. Geh weg, Schleidi! So, öffnet sich da jetzt was? Nein! Fällt mir nicht. Machen wir den noch kaputt. Ja, Sackgasse. Das ist schön.
Hallo? Da kommen wir halt auch nicht. Ja, wir lösen jetzt das Problemchen, indem wir die andere Richtung. Oh Gott, jetzt muss ich wieder ganz runter. Also, warte mal, wir machen jetzt noch die zwei Statuen kaputt. Vielleicht geht da mal irgendwas auf. Nö. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach unten. Irgendwie? Ach da. Ich finde es allerdings schade, dass man die da so runterspringen kann irgendwie. So, nee, du musst als braves Mädchen musst den kompletten Weg nehmen. Wenn ihr Treppen sind, dann benutzt doch verdammte Scheiße die Treppen. Ich so, von mir aus wird mir ja nichts anderes übrig bleiben. Okay, da waren ja alles überall Sackgassen. Das heißt, wir gehen dann mal hier entlang. Ich halt echt noch mal schauen, wohin ich dann muss. Was ist das denn hier überhaupt Sackgassen? Was soll das? Da ist ja genau sowas. Da ist ja irgendwie so ein, ja, so eine Sperre. Also wahrscheinlich, weil ich dann aus dem Dungeon nichts mehr rauskomme oder so. Du darfst da noch nicht raus. Es ist noch nicht Zeit, dies zu benutzen. Naja, was auch immer. Gut. Aber das müsste jetzt aber der letzte Weg sein, oder? Weil wenn ich jetzt hier oben jetzt auch nichts finde und nicht weiterkomme, dann habe ich keine Ahnung. Hüpf, mein kleines Hüpf. So, das ist genauso Sackgasse. Ich habe sonst keine Ahnung, was ich jetzt noch soll. Gibt es tatsächlich noch einen anderen Weg? Ist mir aber keiner aufgefallen. Oder muss ich erst alle Sonderbosse besiegen, damit ich weiterkomme? Das kann natürlich auch noch was sein. Die ist versiegelt. Ja, genauso wie diese Tür da. Kann ich die angreifen? Nö. Das ist eine schöne Quest, Lisbeth. Dankeschön, merci. Ich danke dir viel herzlich, dass du mir so eine schöne Quest gegeben hast. Wir müssen eigentlich nur den Boss erledigen. Da sind die Mobs eigentlich ziemlich Wayne. Wo soll ich denn sonst noch hier? Hier ist es gesperrt. Hier komme ich ja sowieso nicht vorbei. Wach das Tor auf! Guck mal, lächle. Schauen wir mal. Oh, da müssen wir halt echt alle besonderen Gegner in Anführungszeichen besiegen. Bleiben wir ja nach unten, das könnte natürlich auch sein, weil ich sehe gerade einen Weg nach unten. Statt nach oben, nach unten. Weil da ist auch ein Dead End sozusagen. Ja, versuchen wir es mal nach unten. Damit ist es auch vielleicht gesperrt, weil es ist sagen, yo. Ich geh runter, Arschloch, nicht nach oben. Jep, jep. Wo seid ihr eigentlich gerade? Da hinten seid ihr irgendwo. Ja, die hüpfen ein wenig rum, das ist schön. So, hier geht's nach unten. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier der richtige Weg ist. Dass wir die Mission auch beenden können. Sind da schon bei knapp 19 Minuten. So. Boss Time. Nice. この辺りはモンスターいないのね。他のモンスターもそこまで苦戦する感じじゃなかったし、私一人でもなんとかなったのかも。リズさん、まだ油断するには早いですよ。でも3人でこうして楽しく攻略できるのってやっぱり嬉しいな。スエオーデの攻略はいつも命がけの戦いだったから。 常にみんながピリピリして挑んでたでしょ。あの時と比べて今って純粋に冒険を楽しんでるって感じがするもの。そうね。それを思えばこんな風にのんびり探索するのも悪くない。Oh, okay. Tatsächlich kein Boss. Ich habe gedacht, da wird halt noch einer gespawnt. Oder wir sind noch gar nicht am Ende. Ah, wir sind noch nicht am Ende. Das heißt, es... Es könnte vielleicht noch einer Boss sein. Hier ist es. Na, es geht ja noch viel weiter. Also das könnte... na gut, machen wir dich halt. Der ist down. Die anderen. Zählen die eigentlich dann für meine Quest auch mit? Bookaboos sind sie, glaube ich, ne? Die habe ich jetzt momentan 11 Stück. Schauen wir mal.
ob sie vielleicht zu meiner Mission mitzählen. Normalerweise. Schau mal. So. 11. 13. Ha, zählt tatsächlich auch mit. Wunderbar, dann kann ich auch meine Quest noch mitmachen. That is nice. Wenigstens etwas. Dann mache ich es halt so nebenbei. So, Boss schon. Naja. Was nur zwei? Geht weg. Der eine ist da und 120. Ah, 120 ist süß. Man lebt tatsächlich auch noch inne. Gut. Wieder auf den Boden der Tatsachen gefügt. Ja, und hier müsste halt ein Boss sein normalerweise, ne? Sonst wäre es ja ziemlich langweilig. Ah, die Musik verratet schon was. Okay, das ist der Standard-Boss. Sollte eigentlich keine Gefahr für uns darstellen. あれがボスみたいだね。そうね。QSAOガールズの強さ見せつけちゃいましょう。QSAOガールズ。シリカ、あんたネーミングセンスなさすぎ。そのままじゃない。え?いいじゃないですか。ほらほら。おしゃべりはこれくらいにしとこう。ボス戦開始だよ。 So, mein Freundchen. Ihr habt gehört, du kriegst jetzt eins aufs Maul. Ja, und schon ist fast die Hälfte von der ersten Ding weg. Jetzt kriegst du nochmal ein Ulti ab. Oder ich krieg deinen Angriff ab. Komm her, mein Freund. Ulti! Wow. Das hat Schaden gemacht. Fällt mir das Spiel. Kaboom. Und die Beute haben wir bekommen. Blattgang, okay. So, sind jetzt alle zufrieden? Können wir gehen? Gut. Yatta! Boss wo taoshita wa! Yarimashita ne! Riz, dou? Batschiri yo! Hoshu getto! Buji ni senshoku sozai wo te ni ireta wa! Sokka! Ja, kore de quest clear da ne! 2人ともありがとう。助かったわ。いえいえ。私も楽しかったです。うん、私も。いいよね。QSAOガールズで戦うのも。そうね。QSAOガールズ、なかなかの連携だったわ。Jetzt seien sie alle SO-Mädels also. もう2人ともそれからかってるんですよね。やべ。しばらく使おうかなって思ってたのに。 Schweres Outfit wurde zu den Autos von Asta zugefügt. Schwarzes Outfit ist Kirito-Sache. Alles, was irgendwie mit Schwarz zu tun hat, ist Kirito. Weißes Outfit von Yuki? Wieso kriegt die Yuki was? Die war ja gar nicht dabei. Die war nicht Herr der Lage und Team. Okay. とも帰ってきたか。黒雪さん?今回はすまなかった。クエストに付き合えず。そんなこと気にしなくてもいいのに。うん。こちらの要件が終わったので、せめてと思い、こうして帰りを待っていたのだ。Ich habe den Titel Welt bekommen。ちょっとリズ。厳選されたメンバーとか言ってたくせに、やっぱり人数足りなかったんじゃない? バレちゃったか。まあ、素材も無事ゲットしたんだし、結果オーライじゃない。何よそれ。何やら大変だったようだな。そうでもないですよ。無事。そうだ。今からこの素材試してみるから、黒雪姫も一緒に来ない?おう、そうか。アスナ、ほらほら、やってみて。 Sag mal so, der Kirito wird sich freuen. Der wird wahrscheinlich die Kleidung selber anziehen. Der alte Schlingel. Aber für die Asta. Nee, komm. Die alte Kleidung, die. Extra ist eine Kirito-Farbe.
もうリズったら。なるほど、これは確かになかなか面白いカスタマイズ要素だな。ですよね。おしゃれの楽しみがいろいろ増えそうです。しかしこれはデュエルアバターの色も変更可能なのだろうか。 Möchtest du gerne eine pinke Lady werden? Kurime? あ、我々の鋼鉄の体の色は自身の心の傷から自動的に決定される。自由に変えられるとなると少々違和感が。ものは試しよう。このアイテムあげるから黒雪姫もちょっと試してみて。いいのか。貴重なアイテムなのだろ。いいのいいの、足りなくなったらまた取りに行けばいいのよ。旧 SAO ガールズも結成したことだしね。もうリズさんしつこいですよ。今度は黒雪さんも一緒に行こうね。ああ、もちろん同行させてくれ。頼りにしてるわよ。Ach, sie hat wieder die weißen Sachen an. Das beruhigt mich doch schon ein bisschen. Mitglieder, kann ich da jetzt was ändern? Dann habe ich jetzt das schwarze Outfit. Ich sehe die Asna nicht. Hätte sie vielleicht die Kleidung die ganze Zeit schon angehabt, dann wäre es mir vielleicht nicht so aufgefallen. Weil ich sag, alter Kirk, du gotta catch them. Aber es passt halt, da ich ja schon ein paar SRO-Spiele gesehen habe und den Anime und so weiter gesehen habe. Das ist Kirito. Fucking Kirito. Mit blauen Haaren. Wir ändern das wieder mal zurück. Aber ich habe gesehen, die hat noch eine Ausrüstung. Und zwar die Schreinmaid. Wie sieht denn die aus? Dreh dich bitte zu mir um, Schätzchen. Da sind andere Anime-Charakter besser dran mit Schreinmädchen. Ändern wir wieder das mal komplett so, wie es war. Normale Kleidung, dann sind wir alle wieder zufrieden. Auf jeden Fall, ich sag es mal so. Ja, das ist auf jeden Fall angenehmer. Das harmonierte Altar mit ihren Haaren zusammen. So, aber meine lieben Freunde, das war's mit diesem Part. Wir sind eh schon ziemlich weit. Wir sind schon bei 27 Minuten ungefähr. Wir sehen uns. Adios. Asna, wink. Du sollst wink. Jetzt hat sich umgedreht. Ich lade dir nicht winken. Okay, adios.